So, herzlich willkommen, neues Video von mir. Ich bin mal wieder unterwegs auf Tour und zwar von Kalaradjada aus nach Porto Colom. Dann geht es weiter nach Pagera und zwar möchte ich euch mal zeigen, wie sieht es jetzt nach dem Unwetter aus. Im Moment soll man nicht glauben, dass hier irgendwie ein Unwetter war. Ich sitze hier im Café, die Sonne scheint, alles ganz prima und im Hintergrund hört man Hochdruckreiniger. Also Aufräumarbeiten sind angesagt. Ob es alles wirklich so schlimm war, werden wir sehen. Ich halte euch hier mit dem Video auf dem Laufenden und wenn ihr wollt, bleibt einfach dran. Und ich genieße jetzt erstmal meine Pizza. Lecker. Ja, so ganz glimpflich ist das doch nicht alles abgegangen. Wenn wir mal hier schauen, da ist ein Eiscafé, da hat es die ganzen Scheiben vom Wasser reingedrückt. Und auf der anderen Seite, wenn wir uns dann mal die Wegbefestigung angucken, da hat das Wasser mit voller Kraft hier alles weggespült. Also hier war mal ein Weg, der da wohin gegangen ist und jetzt ist hier alles abgesperrt und ja, das Wasser hat hier so einiges durcheinander gewürfelt. Ich war ja am Dienstag schon unterwegs, habe ein paar Bilder gemacht, als es geregnet hat, zeige ich euch eben von einem Spielplatz und das schauen wir uns jetzt nochmal beim Hellen an. Da war übrigens mal ein Zaun, den hat das Wasser weggerissen. Ja, und ja, das ist der Spielplatz jetzt bei Tageslicht. Und hier kann man es jetzt genau sehen. Der ganze Zaun, der hier mal gestanden hat, der ist also komplett vom Wasser weggerissen worden. Seht euch das mal an. Das sind so 10 cm dicke Hölzer. Und das ist einfach wie Streichhölzer abgeknickt und über den Haufen geworfen. Das meiste ist jetzt hier natürlich schon weggeräumt. Aber es ist eine unwahrscheinliche Wucht, die da entgegengeschlagen ist. Also das ist schon Schaden. Also wenn das bei mir zu Hause wäre, würde ich mich da nicht drüber freuen. Ja, hier seht ihr noch so ein Zaunelement. Das war mal um den ganzen Spielplatz rum. Und jetzt durchs Wasser alles weg. Aber jetzt kommt die Sonne raus und man kann ihn schon wieder nutzen. Zumindest wird das getan. Gestern war hier noch alles abgesperrt. Ah, da oben seht ihr das Sole Mio. Das ist das Café, wo Dieter Bohlen eigentlich ganz gerne verkehrt ist. Und unterhalb hat man eigentlich schon gut aufgeräumt. Man sieht kaum noch was. Hier ist noch so ein kleiner Trümmerhaufen von irgendwelchen Bootsteilen. Also das hat der Wind denn eben halt oder diese Wellen hat das zerrissen. Also da ist jetzt nichts mehr von über. Aber wie gesagt, morgen sieht man da gar nichts mehr von und dann sieht das so ruhig aus wie jetzt. Die Schiffe liegen im Hafen oder die kleinen Yachten. Alles ist toll. Die Sonne scheint, der Urlaub kann beginnen. So, und da bin ich schon im Sole Mio. Ich habe euch ja gesagt, das ist übrigens Mimo, der ist gerade am Essen, dass Dieter Bohlen hier sein Lieblingslokal ist. Und guck mal, schon ist Dieter Bohlen für euch im Bild. Der ist hier tatsächlich gerne hingekommen. Was seine Lieblingsspeise? Ja, das war eine lange Zeit, wo er immer gerne gekommen ist zu essen. Und das war auch eine lange Zeit, 11 Jahre lang, wo er hier gelebt hat. Immer zur Mittagszeit ist sie immer gekommen, nach der Bootfahrt oder zum Beispiel abends mit Familie. Aber unterschiedlich. Ah. Er war ein ganz netter Gast. Er hat immer Trinkgeld gelassen, hat uns immer Geschenk mitgebracht von Camp Davis und so weiter. Er war immer sehr freundlich und wir haben ihn sehr gerne gehabt in diesem Restaurant aus Sole Mio. Was hat er am liebsten gegessen, wenn er hier war? Penne alla rabbiata, ja. Penne alla rabbiata. Ja, genau, also, penne alla rabbiata. Das war sein Lieblingsessen. Ja, ja. Ich will dich nicht weiter stören. Nein, kein Problem. Beim Essen. Nein, kein Problem. Kommt er jetzt nochmal? Leider nicht. Der ist seit 4 Jahren, glaube ich. Er ist einmal nach Santa Ponsa eine Wohnung gekauft und jetzt ist er wieder in Antreich. Aha. Hat eine Villa gekauft. Aha. Und mit dem Boot legt er nicht mehr an hier? Nein, der Boot ist schon lange weg. Ja. Der ist der beste Freund von Dieter Bohlen, Gianluca. Ja, da ist er übrigens, guck mal, das ist die zweite Person auf dem Bild. Da seht ihr das, da ist er live und in Farbe. Das ist Kalaradjada und wenn ihr hier unterwegs seid und gesagt, auch im Winter ist hier viel los, es ist viel entspannter, ja. Es sind nicht so viele Touristen da und man kann ganz in Ruhe mal eine Pizza essen, Penne alla Arrabbiata oder Tortilla und Tapas, Paella, mit Bogavante, mit Hummer. Also hier gibt es alles. Kann man zum Beispiel lecker Weißwein trinken,
kann man zum Beispiel das Blick an Affen genau. genießen. Zeig das jetzt mal von oben. Zum Beispiel, ich wäre bestimmt mehr Journalist als du, ja? Ich glaube, du siehst hier viele Leute kommen und gehen. Genau, richtig. Ja. Ich lebe seit 11 Jahren hier und das weiß alles hier, wie alles so, wer kommt, wer geht. Ja, ich hatte alle Leute analysieren, von Kopf bis zu Fuß. Gute und schlechte. Sagst du inzwischen auch schon, wenn einer jetzt mit einer neuen Idee kommt, toll, oder sagst du, warten wir erstmal ab? Da kommt an, was für eine Idee ist. Unterschiedlich. Hier kann man nur Geld machen oder kann man pleite werden. Ne? Das liegt an die Idee, was jemand hat. Ja, die Idee ist hier zum Beispiel. Zum Beispiel eine kleine deutsche Spezialität, was zum Beispiel in Deutschland gibt und hier nichts. Beispiel eine Bäckerei. Ja. Beispiel. Bäckerei, wo macht da selbst das Brot, ja, genau wie in Deutschland, verschiedene Richtungen. Ja. Das kann ich mir schon vorstellen, dass vielleicht sowas wäre erlaubt. Ja. Aber es ist ja mal so, dass die Deutschen dann ja versuchen, auch ein Tapas-Lokal aufzumachen mit spanischen Tapas. Funktioniert dann nicht so, oder? Nein, das funktioniert nicht. Hier gibt es so viele Deutsche, die hier leben, die wohnen hier. Ja. Und die kommen oft da in Cala Rayada, wo ihre Wohnung haben. Ja. Und auch ihre eigene Spezialität, ihre eigene Sachen auch gerne essen. Ja. Ja, ist super. Ich danke, dass ich euch beim Essen stören durfte. Und wie gesagt, wer hier mal unterwegs ist, da ist es. Und Dieter Bohlen ist immer noch da als Bierdeckel. Wenn ihr Glück habt, bekommt ihr so einen. Also, wir schauen mal weiter, machen wir unsere Tour weiter und schauen mal, wie es in der Bucht ausschaut. Also, soll da katastrophal aussehen. Ja, so, jetzt sind wir im Hafen von Cala Rayada. Die Glocken läuten, Fahrradfahrer fällt. Gut, das sollte jetzt nicht so sein. Aber hier seht ihr die Spuren vom Unwetter. Nein, hier gibt es ein neues Gelände in Cala Rayada am Hafen. Das wird gerade fertig gemacht und das ist auch schon vorm Sturm angefangen worden. Ihr seht, hier ist noch die Verpackungsfolie dran. Also es hat nichts mit dem Unwetter zu tun. Ich gehe mal ein bisschen weiter, mal sehen, was wir denn da noch so alles finden. Ja, und jetzt bin ich da, wo gestern der Ministerpräsident war. Der hat sich das hier mal angeguckt in Cala Rayada. Wir sind an der Cala Gat. Und ihr könnt das kaum glauben, die Wassermassen haben so eine Kraft, dass sie die Gehwegplatten einfach so rausgerissen haben und in die Luft gewirbelt haben. Ich drehe die Kamera um und zeige euch das mal von nahen. Das sieht hier wirklich richtig gefährlich aus. Ja, hier könnt ihr das sehen. Also ganze Gehwegplatten, Betonplatten sind einfach durch die Luft gewirbelt worden und sind dann hier zum Liegen gekommen. Also wo dieses Pflaster ursprünglich war, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall nicht an dieser Stelle. Und da könnt ihr mal sehen, wie viel Kraft das Wasser hat. Ganze Betonbrocken. Hier sind also richtig dicke Betonbrocken, die hier einfach so durch die Luft gewirbelt wurden. Wenn man den Rest von Cala Rayada sieht, also dann kann man das kaum glauben. Also das ist ja eigentlich nicht zu fassen. Ich gehe mal ein Stück weiter. Natürlich vorsichtig und normalerweise soll man hier auch gar nicht langlaufen. Hier ist alles abgesperrt. Es ist eine Katastrophe. Hier geht man sonst im Sommer spazieren und guckt sich die Gegend an. Und jetzt ja, liegen hier einfach Betonteile. Und hier guckt man zwischendurch ein ganzer Gullideckel. Also der war hier auch nicht. Der ist von irgendwo gekommen und hierher geflogen. Da unten am Wasser, da sind übrigens so Fischerhäuschen. Zeige ich euch da mal. Die stehen da schon länger. Die scheinen einigen Kummer gewohnt zu sein. Aber wenn wir ein Stück weiter gehen, dann ist das wirklich extrem. Denn da ist nichts mehr da. Da ist der ganze Gehweg so weggespült worden. Und die Verbindung zur anderen Seite ist gar nicht mehr da, ist gar nicht mehr vorhanden. Genau das ist die Stelle, wo jetzt der Ministerpräsident war, der spanische Ministerpräsident, und sich das angeguckt hat. Und ja, wie gesagt, das hat das Unwetter verursacht.
Und nicht nur, dass der Gehweg weg ist, da war eine Rohrverbindung am Ende. Jetzt könnt ihr es auf dem Video nicht sehen, da wo diese Einbuchtungen sind, da sind Rohrleitungen gewesen, die hier auf die andere Seite gegangen sind. Alles das einfach so gekappt. Wenn es stürmt, bringt das Wasser ja so einiges mit und spült das dann einfach dahin, wo Platz ist. So einen Ort habe ich jetzt auch gefunden, jede Menge Holz und dazwischen so ein paar Kleinigkeiten. Guck mal an hier, ein Teddybär hat es hier angespült, also so ein Deko-Teddybär. Wahrscheinlich von irgendwann so einer Sandale, wenn wir da weiter gucken. Hier oben habe ich gesehen, ein Asthma-Spray. Guckt euch das mal an. Also entweder hat das mal jemand bei irgendeinem Schiff von Bord geworfen oder wie auch immer. Auf jeden Fall ist das jetzt hier alles mit dem Sturm rangespült worden. Feuerzeuge. Oh, da steht sogar was drauf mit Werbung hier. Guckt euch das mal an. Die Strohhalme von der letzten Sangria-Party. Auch einfach angespült. Wer weiß, wo die stattgefunden hat. Ja, da sagt man doch, Cala Ratllada ist im Winter ruhig. Also hier war die Tage richtig Action. Hinter mir ist übrigens das Café del Mar. Wir sind hier an der Plaza. Sehr ruhig. Man kann hier in Ruhe spazieren gehen. Und ja, aber viele Läden haben halt auch geschlossen. Das ist wie in allen anderen Urlaubsgebieten im Moment auch. Ist die Saison zu Ende, dann... ja, dann machen die Läden halt zu. Also hier das ein oder andere Lokal hat auf. Ich war eben noch in einer ganz tollen Galerie, die auf hat. Also es lohnt sich, da vorbeizuschauen und sich den Ort oder mal die ganze Insel in Ruhe anzugucken. Auch wenn jetzt gerade mal so ein Unwetter war. Also ein bisschen genieße ich das, auch wenn das jetzt ein bisschen übertrieben klingt. Es ist hier wesentlich ruhiger, obwohl wir gerade so ein Unwetter hier hatten. Und da kann man sich das mal anschauen. Wer den Ort von euch kennt, der weiß, dass hier der ganze Boulevard sonst voll Touristen ist, dass die Leute einen alle anquatschen, dass die Brillenverkäufer wieder unterwegs sind und einem eine Brille andrehen wollen. Das hat man jetzt halt nicht. Wo man halt mit leben muss, dass viele, viele Läden halt einfach geschlossen haben. Aber Sonne gibt es hier. Also wenn man sich jetzt einen Sonnenstuhl nimmt, in die Sonne rein, da kriegt man schon gut Vitamin D ab. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Ich mache mich ein bisschen weiter auf den Weg. Ich wollte ja mit euch jetzt noch nach Porto Colom. Schauen wir mal, wie es da aussieht. Und verabschiede mich jetzt hier erstmal aus Cala Ratllada, setze mich ins Auto und melde mich dann gleich wieder. Also, bis gleich. Ich bin jetzt noch mal ganz kurz für euch in Esteljot. Auch hier ist so einiges an Regen runtergekommen. Und das, was ihr hinter mir seht, ja, das ist zum Teil aus dem Meer, aber zum Teil auch aus den Torrenten. Hinter mir ist eine Brücke, das ist das sogenannte Torrent, wo es vor einigen Jahren noch gar nicht so lange her, hat es da einen Riesenregenfall gegeben. Dort sind Leute zu Tode gekommen und das Wasser ist genau in dieser Einmündung dann aus dem Meer gekommen. Da wurde jede Menge hochgespült, dann aus dem Meer Poseidongras und alles Mögliche. Ich habe auch schon eine Taucherflosse hier gesehen. Ich werde euch das Ganze mal zeigen. Also werden wir mal so ein bisschen hier Strandgut durchforsten für euch. Aber das ist echt Meter hoch. Also wenn die Saison losgehen soll, dann muss das hier erstmal weggeräumt werden. Aber bis die Leute Urlaub machen, ist das hier längst geräumt. Also ich drehe die Kamera noch mal um und zeige euch mal, was ich da so alles im Strandgut entdeckt habe. Ja, hier ist jetzt so ein Haufen Strandgut, den wir da gefunden haben. Mal sehen, vielleicht können wir das noch so ein bisschen zuordnen. Hier, das ist einfach, das ist eine Taucherflosse, die wird irgendjemand mal verloren haben und ist damit angespült worden. War wohl auch schon länger im Meer, SUP steht drauf und das ganze Gummi ist also nicht mehr so tragfähig. Dann, wie kommt sowas da rein? Hier, guckt euch das mal an. Eine Ford-Radkappe, Stück Drainagerohr, Plastikbecher, irgendwas zum Saubermachen, Schrubber hier auch und... dann haben wir einen Sack Mortero Cola, also irgendein Fliesenkleber.
Tüte vom Fliesenkleber, dazwischendurch noch irgendwie so ein Ölbehältnis. Was das ist, weiß ich nicht, aber wer das weiß, kann es ja. Ach, das könnte mal ein Stuhl gewesen sein, oder? Doch, wenn man es so hinstellt, könnte mal ein Stuhl gewesen sein. Also alles das ist jetzt hier mit dem Torrent hochgespült worden, der ist da. Da seht ihr das, da kommt der Torrent an, da geht es Richtung Meer. Und von der Seite kam dann neben dem vielen Wasser noch die hohen Wellen. Da hinten, ich weiß nicht, ob ihr diesen schwarzen Fleck da seht, das ist auch alles angespült worden. Der ganze Badestrand ist jetzt erstmal ja, so ein Haufen Strandgutsammelei. Ganz viel Bambus dazwischen und Poseidon-Grasreste. Das ist hier, das könnt ihr hier übrigens sehen. Das hier, das ist Poseidon-Gras. Wächst übrigens sehr langsam. Und wird eben halt von den Yachtfahrern immer mit hochgerissen, wenn die ihren Anker rausreißen. Da gibt es eigentlich eine Umweltkampagne für und das hat jetzt diesmal nicht, haben das keine Yachten hier rangebracht, sondern eben halt die Flutwellen haben das eben halt mit angespült. Ja, und schaut mal, was ich hier gefunden habe. Das ist ein Hummertier und das hat eben noch gezuckt. Ich hoffe, dass ich das noch retten kann. Schaut mal, das hat sich eben noch bewegt. Schaut euch das an. Mal gucken, ob wir das noch wieder ins Wasser zurückkriegen oder ob es zu spät ist. Also eben hat sich es noch bewegt. So. Und weg ist es. Ja, um Schwämme zu ernten, muss man normalerweise tauchen. Guckt euch mal an, auch das wurde jetzt hier mit der See hoch. Also das sind richtige Schwämme, also Naturschwämme. Also nichts mit PVC. Und die könnte man tatsächlich jetzt benutzen zum Waschen. Das hat das Wetter einfach hochgespült jetzt. Oder diese Wellen. Alles mitgebracht aus der See. Und ihr könnt es auch noch sehen, wo es da man am Stein fest gewesen war. Also es muss auch unter Wasser ganz schön turbulent zugegangen sein. Ja, und hier haben wir noch was gefunden. Guckt euch das mal an. Den wird doch bestimmt irgendjemand vermissen hier. Irgendeine Actionfigur. Wer weiß, was es ist, kann es ja mal in die Kommentare schreiben. Also hat hier irgendjemand vergessen. Na, dann wollen wir den mal wieder Richtung See einen Platz verpassen. Kann er sich das Wetter noch ein bisschen angucken. Ja, wie ich gesagt, das Hochwasser beim letzten Mal oder die starken Regenfälle haben ganze Autos den Torrent hochgespült. Und hier am Strand finden wir jetzt eine Stoßstange von einem Auto. Also ich glaube, das, was das letzte Unwetter nicht geschafft hat, die Stoßstange wegzuspülen, hat es jetzt geschafft. Jetzt liegt sie am Strand. Ja, das, was auf ersten Blick aussieht wie so ein Stück Plastik, scheint mal ein Schlauchboot gewesen zu sein. Guckt mal hier. Eieie, alles mit Sand fest. Aber da sind die Ventile und hier steht sogar noch eine Bezeichnung drauf. Irgendwas mit 200 Kilo. 200 Kilo hätte das Schlauchboot tragen können. Ja, von irgendwo wird es gekommen sein. Ja, auch hier in SJ sieht es nicht so ganz aufgeräumt aus. Wenn man sich die Bürgersteige anguckt, also auch da liegt noch etwas rum. Ist schon eine Menge sauber gemacht worden, aber könnt ihr euch vorstellen, wenn das Wasser bis hierhin hochgeschossen ist. Also ist schon gewaltig. So, hier stehe ich jetzt vom Hotel Mariant. Dass es nicht nur geregnet hat und Wellen gab, das wisst ihr. Es hat aber auch mächtig gestürmt. Das kann man hier in der Straße sehen. Hier liegt alles voll Äste. Und guckt mal da, da hat es einen Baum flach gelegt. Das war mal ein sogenannter Zwillingsbaum. Und jetzt ist die eine Hälfte umgekippt und hat den ganzen Zaun niedergerissen. Und ja, jetzt liegt es da
Ich denke mal, wenn die Saison losgeht, ist es wieder alles, als wäre nichts gewesen. Also man hat gerade noch so geschafft, die ganzen Bötchen hier reinzukriegen. Hätte man das nicht gemacht, dann wären die so, ja, wie Spielzeug auch durch die Luft gewirbelt worden, so wie wir das in Cala Ratllada gesehen haben. Also das war wohl hier auch nicht ganz oben. Wir sind in Porto Colom angekommen. Auch hier hat natürlich das Wetter gewütet. Hinter mir sind gerade zwei Leute, die versuchen, ein Boot wieder einzufangen, was sich losgerissen hat. Mal sehen, ob denen das Ganze gelingt. Die haben jetzt ein paar Versuche hinter sich und ganz vorsichtig versuchen sie, das Boot jetzt ranzuziehen. Sieht fast so aus, als hätte es geklappt. Ah, so langsam wird alles wieder aufgeräumt. Und auch das mit dem Bötchen hat hier geklappt. Also es hat sich alles beruhigt. Gott sei Dank ist dieses schlimme Wetter zu Ende. Ich habe es jetzt heute leider nicht geschafft, nach Pagera zu kommen. Aber das holen wir nach in einem nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Und wenn ihr was wisst über die Ort oder selbst was erlebt habt zum Wetter, schreibt es doch einfach in die Kommentare rein. Würde mich freuen. Und wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Ciao, bis zum nächsten Mal.